Wir sind so weit. Kommen wir auch gerade? Okay, ich komme gerade vom Berg an. Ich bin Wolfgang Ennewein, bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema High-Performance-Teams. Performance ist ein ständiger Begleiter meines Lebens und ich versuche eben Menschen zu Top-Performance zu motivieren. Ich bin der Patrick Küng, ehemaliger Abfahrtsweltmeister und Lauberhornsieger. Ich liebe den Speed und will auch heute noch das Maximum erreichen. Ich bin Anne Walser, Filmproduzentin. Und wenn immer mir es möglich ist, komme ich in mein Haus in Davos, weil da oben kann ich perfekt auftanken. Hallo miteinander, sehr schön. Dann gehen wir rein, starten wir. Also herzlich willkommen nochmal in Davos. So schön sind wir da zum ersten Audi-Tag. Jetzt, Thema heute Performance. Was ist Performance? Was macht das aus? Und wie tun wir ganz persönlich Performance umsetzen? Das werde ich mit euch besprechen. Aber zuerst möchte ich das Wort Dieter Jermann geben, dem Brand Director von der Audi Schweiz. Ich würde sagen, wir schalten ihn gerade zuschalten. Liebe Sani, auch von meiner Seite ein herzlich willkommen zum ersten Audi Talk 2021. Unter dem spannenden Thema Performance. Leider kann ich nicht dabei sein bei euch in der Runde und mitdiskutieren, weil ich zeitgleich an einer außerordentlichen Fahrveranstaltung bin für Presseleute. Und zwar tun wir den Audi e-tron GT dementsprechend testen und erfahren. Das Thema Performance ist bei uns natürlich extrem wichtig. Das Momentum von diesem Fahrzeug ist einzigartig. Es besticht in Sachen Design, in Sachen Nachhaltigkeit, Effizienz, aber ganz speziell Performance. Ich möchte aber nicht länger werden, weil im Anschluss darf ich das Fahrzeug dementsprechend euch noch detailliert vorstellen. So, jetzt wünsche ich viel Vergnügen zum Thema Driven by Performance. Ja, danke vielmals an Dieter Jermann. Wir sind da wieder zurück in Davos. Die Frage des Tages ist, was ist Performance? Vielleicht, Patrick, vielleicht kann ich gerade mit dir anfangen. Was ist Performance für dich? Ja, in meinem alte Leben sage ich sicher am Tag X die beste Performance hinzubringen auf der Skipiste. Das ist eine grosse Herausforderung gewesen. Ich, aber auch mein ganzes Umfeld die beste Performance hinzubringen. Wolfgang, wie ist es für dich eben? Ich habe zwei Bücher zum Thema High Performance geschrieben und für mich war immer, dass wenn Individuen oder Teams über einen längeren Zeitraum, also nachhaltig unter Berücksichtigung der bestehenden Mitteln und der gegebenen Restriktionen überdurchschnittliche Leistungen bringen können, überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen können. Und das, was interessant ist, ist, finde ich, man hat dann immer so einen Patrick Küng, so einen Weltmeister im Kopf, wenn man über Hochleistung spricht. Und ich finde, manchmal hat man halt nicht die Gegebenheiten oder auch nicht die Mittel, dass man so Trainingsmöglichkeiten hat wie du oder auch nicht so ein Umfeld. Und deshalb finde ich, dass man eben auch unter Berücksichtigung der gegebenen Mittel Hochleistung erzielen kann. Wenn man eben überdurchschnittlich über einen langen Zeitraum abliefert, das ist für mich Hochleistung. Also zum Beispiel in der Bundesliga, der SC Freiburg ist für mich Hochleistung. Ja, der gewinnt nie die Meisterschaft, der kommt auch nie in Champions League, aber das ist über einen langen Zeitraum absolut aus den gegebenen Mitteln das Beste rausholen. Ann, du bist schon sehr lange als Filmproduzentin unterwegs, immer wieder erfolgreich mit unglaublichen Filmprojekten, gerade für die Schweiz. Performance, was ist es für dich? Ja, also in erster Linie ist Performance natürlich auch eine künstlerische Darstellung, wo auch sehr viel kann innen oder anders interpretiert werden. Also es hat sehr viel mit Leidenschaft zu tun. Und natürlich ist das einerseits, habe ich einen Job, wo sehr viel mit Künstlern arbeitet. Das heisst eben, die performen dann mit ihrer Kunst. Andererseits bin ich natürlich Unternehmerin. Das heisst, meine Performance sollte dann eigentlich eine Leistung erzielen. So. Also es ist ein zweischneidiges Schwert bei mir. Jetzt, ihr habt auch alle etwas mitgebracht, was für euch ganz persönlich Performance symbolisiert. Ich würde vielleicht wieder zum Patrick schauen. Was hast denn du mitgebracht? Was symbolisiert für dich persönlich Performance?
Ich habe da so einen sexy Dress mitgenommen. Das war unser hautenges Arbeitsgewand eigentlich. Das ist der Dress von Beaver Creek. Das ist zum einen an diesem Tag sicher Performance von mir, von meinem ganzen Umfeld perfekt war. Aber unter anderem auch, dass das Teil ist maßgeschneidert und das passt auf meinen Körper jetzt nicht mehr, weil jetzt bin ich 10 Kilo leichter, als wo ich aktiv war. Jetzt würde es ein bisschen flattern. Jetzt wäre es nicht mehr High Performance wahrscheinlich. Und ja, ich glaube, der Gegenstand ist jetzt aus meiner Karriere heraus so ein Teil gewesen, wo ein kleiner Stein war zum grossen Ziel danach. Aber das hat auch passen. Es gibt viele Studien, wo sich die Leute Köpfe zerbrechen über die Dress, über den Stoff. Und wir haben da einen sehr guten Mann in der Schweiz, Karl Fräsner, der für uns die Windtests auch im Audi-Windkanal macht. Und das ist sehr interessant, was da Zeit investiert wird, dass die wirklich schnell sind am Ende des Tages. Also der Dress ist im Audi-Windkanal getestet worden? Ja, wir haben immer die Möglichkeit, auf Ingolstadt zu gehen. Und dort werden die verschiedenen Stoffe, die verschiedenen Schnitte getestet, wo man noch die ein oder andere Hundertstel rausholen kann. Also es ist wirklich heutzutage, zählt jede Hundertstel. Und ja, das wird bis zum Ende, dass eben wirklich auch die Performance auch stimmt. Das ist schlussendlich meine Leistung, es ist die Leistung vom Servicemann. Und das ist ein kleines Puzzleteil, das auch stimmen muss. Und, ja. Ist ja warm. Ja, warm. Mit Fahren wird es warm und am Start kann es schon kalt sein. Aber durch das Adrenalin, glaube ich, ja, wird es einem dann schon warm. Und, Hauptsache, er ist schnell. Aber er schützt sicher auch nicht. Also das ist, muss man sich auch mal vorstellen. Eigentlich geht man darunter am besten nackt rein, also nur mit Unterhosen und einem Rückenpanzer haben wir. Und sonst hat man eigentlich nichts da. Also das muss man sich schon noch mal, wenn man da einen Schnitt oder mit der Kante, schneidet man sich das natürlich relativ schnell auf. Oder auch auf dem Schnee. Also, mit diesem Ding wird man eigentlich fast schneller auf dem Schnee noch, also es rutscht dann halt auch. Und, aber ja, das ist der Sport, man sucht jede hundertstel Sekunde und niemand kam jetzt da mit einem Skianzug oder mit Hosen, weil da kann man kein Rennen mit gewinnen. Performance im Skianzug an, du hast uns vermutlich keinen Stress mitgebracht, sondern was hast du mitgebracht? Ich habe ein Scrabble mitgebracht. Performance im Scrabble? Performance im Scrabble, nein. Also, Scrabble hat auch bei unserer Familie eine lange, lange Tradition. Ich glaube, das war das einzige Mittel, das meine Eltern geschafft haben, dass ich einmal ruhig gesessen bin. So. Und ich habe das ein bisschen versucht, eine symbolische Brücke zu schlagen zu dem, was ich mache. Also, im Scrabble geht es darum, dass man mit Wort oder das beste Wort findet. Und ich versuche, die beste Geschichte zu finden. Wort und Geschichte, das ist wieder, gehört wieder zusammen. Und insofern, wenn ich keine gute Geschichte kann erfinden kann, dann kann ich eben auch nicht vor dem Publikum performen. Und dann gibt es halt auch keinen Blockbuster. So. Regt das auch Kreativität an? Also regt das irgendwo auch eine Creative Performance irgendwo an? Oder ist das einfach Zeitvertrieb, Scrabble, für dich? Nein, also ich bin nicht ein Mensch, der Zeit mir muss vertreiben. Irgendwo brauche ich eine Herausforderung. Es hat etwas sehr Kompetitives. Also bei uns in der Familie war es sehr kompetitiv. Wir haben stundenlang gespielt und wehe, mein Vater hat nicht gewonnen. Also das ist, ich glaube, Ambitionen und Herausforderung, das gehört ein bisschen dazu. Ja. Also wenn wir heute eine Afterparty haben und Scrabble spielen, dann müssen wir uns warm anziehen. Ich bin also gut. Okay, alles klar. Wolfgang, was hast du mitgebracht? Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar habe ich ein Sprungseil dabei. Ich weiß nicht, ich mache ein bisschen Crossfit und da, also man muss sagen, du bist in Österreich, glaube ich, das Nummer 1 in deiner Liga im CrossFit, ja, oder? Ja, also bei Ü50. Da machen dann nur noch 10 mit. Ja, trotzdem. Nee, also das Jahr, also 2019 habe ich da gewonnen und bin in Europa gar nicht so schlecht. Aber egal, also das ist wichtig, oder? Und ich finde halt, Performance für mich ist immer, wenn man so ein Breakthrough hat. Also wenn man
es geht ja nicht sofort, dass man Weltmeister ist, sondern man hat immer so Schübe und dann hängt man wieder irgendwo. Und ich bin halt ewig an diesem Sprungseil gehängt, weil das ist ein wichtiges Element beim CrossFit. Du hast halt irgendwie, du musst unter Last Leistung bringen und dann immer wieder Koordination und sowas machen. Da bin ich immer hängen geblieben. Du musst dann double anders machen, weißt du? So zweimal so tak, 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 tak. Und das 100 Mal am Stück beispielsweise. Und da bin ich immer hängen geblieben. Nach dem 10. Mal bin ich eingehängt und dann war es wieder vorbei und dann habe ich den Workout wieder aufgeben müssen. Und da habe ich ein Jahr trainiert und das ist, verbindet für mich eben Agilität, Koordination, Ausdauer und auch Kraft. Und da bin ich ganz stolz, dass ich das mit 50 noch hingekriegt habe. Meine Frau hat gesagt, das schaffe ich nie. Und nach einem Jahr harten Training habe ich es geschafft und das ist für mich Performance. So Breakthrough-Erlebnisse. Ist ein Drahtseil aber, hä? Also das ja. Das tut auch weh, ich sag's dir. Wenn das so mal vielleicht müsstest du mal sein Dress anprobieren. Dann geht es noch besser. Ja, du bleibst nicht hängen, meinst du? Genau. Du hast vorher gerade gesagt, es braucht einmal echt Ausdauer und so einen Durchhaltewille, bis man dann auch wieder zu einer Performance kommt, wo man glücklich ist damit und wirklich bei der Top-Performance ankommt. Vielleicht einfach kurz in die Runde gefragt. Oder ihr habt alle irgendeines im Leben vermutlich auch mehrmals immer wieder auch ein Commitment abgegeben. Ich will Performance. Das heisst auch all in und das heisst auch vielleicht das eine oder andere dafür aufgeben, das eine oder andere darauf verzichten, auch mal ein Opfer bringen. Es tut eben auch mal weh, wenn man einhängt, immer wieder und trotzdem steht man wieder auf und tut weiter trainieren, bis es dann klingt. Erinnert ihr euch noch also an den ersten oder einen der ersten Momente im Leben, wo ihr euch wirklich für euch persönlich das Commitment abgegeben habt? Vielleicht, Patrick, gerade bei dir mit dem Skifahren, ich nehme an, das war relativ früh, wenn man sich auf diesen Weg begibt, als Weltmeister, zukünftiger Weltmeister. Ja, aber ich sage, als Junge, als Kind, dann ist es ein Spiel und nicht, hat nichts mit Performance zu tun. Es ist Freude, es ist, man wächst in das rein, aber ich glaube, da hat man das noch nicht im Kopf. Das macht einfach zu viel Spass. Es ist lustig, mit den Kollegen rauszugehen und Skifahren. Und irgendwann auf dem Weg mit Schule, mit Job, dort stellt sich dann schon mal die Frage, welchen Weg schlägt man ein. Ja? Und das ist dann ein Baustein von meinem Weltmeistertitel, ja, dann schlussendlich auch gewesen. Aber, weißt du noch, wann das genau war, wenn du gesagt hast, weißt du, das Skifahren, das ist nicht nur ein Hobby und lässig mit Kollegen, sondern das ist jetzt wirklich mein Beruf und ich gebe alles, dass ich der Beste werde in dieser Welt. Ja, es ist eine Situation, wo ich, also ich habe noch eine ganz normale Lehre gemacht. Bei mir hat es noch nicht so viele Sportschulen gegeben, wie es jetzt gibt. Also ich habe eine ganz normale Lehre gemacht und ich weiss, ich bin mit meinem damaligen Lehrmeister zusammengehockt und mein Verbandspräsident war auch da gewesen und wir haben einen Plan gemacht, wie jetzt ich durch die Lehre durchkomme mit gewissen Absenzen. Und das war sicher so der Start gewesen, oder das Commitment auch, hey, die Firma unterstützt mich, ich darf gewisse Absenzen haben, die schulischen Leistungen müssen stimmen, aber eigentlich wird Patrick Küng, ich habe Polymechaniker gelernt, nicht Polymechaniker werden, sondern er wird eigentlich Skifahrer werden. Also das ist so ein dort, das ist mein Weg gewesen. Für mich ist ja klar, ich werde eine Ausbildung machen und dort ist das wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, wo ich das Commitment gegeben habe, ja, ich werde voll auch auf die Karte Sport setzen. Also ich habe nicht voll auf die Karte Sport gesetzt, weil sonst hätte ich keine Lehre gemacht. Und ich habe eine Lehre gemacht und so ist man dann Schritt für Schritt weitergegangen. Das Commitment an, du hast auch einmal gesagt, Film aus der Schweiz raus, mit allen Herausforderungen, die das mit sich bringt auch und dich auch sehr auch Schweizer Geschichten verpflichtet, also dir irgendwo auch ein bisschen die Option genommen, zu sagen, ich gehe dann doch vielleicht einmal ins Ausland, sondern du hast eigentlich wirklich von Anfang an gesagt, nein, ich versuche den harten Weg, um die Schweizer Geschichten zu erzählen, auf die grosse Leinwand zu bringen. Kannst du dich noch daran erinnern, das ist die Firma, glaube ich, vor über 20 Jahren, gegründet, wenn der Moment war, wo du gesagt hast, das wird jetzt volles Commitment, all in, ich mache die Schweizer Filmwelt gross. Also es ist tatsächlich in meinem Alltag noch oft so, dass ich mich frage, in welchem Film bin ich jetzt eigentlich? Insofern, aber den Moment hat es tatsächlich gegeben. Es war nicht so, dass ich irgendwie mit 80 gesagt haben, oh, ich möchte unbedingt Filmproduzentin werden. Ich habe eigentlich lange gar nicht gewusst, was das überhaupt ist. Und ich glaube, so geht es noch vielen anderen Leuten auch. Bei mir war es tatsächlich auf einem Umweg. Ich bin in der Semesterferien schnuppern auf einem Filmset.
Und ich weiß noch, das war im Juli 1999 gewesen. Das war meine erste grosse Produktion über die Familie von Thomas Mann. Es war ein Dreiteiler, eine ganz grosse europäische Produktion. Und ich bin dem Juli-Tag, wir haben eine Szene gedreht, wo ich glaube 45 gespielt hat, November 45, und wir sind aber im Juli 1999 gsi, und der ganze 6-Leute-Platz ist voller alten Autos gsi. Alle Leute müssen Pelzmäntel anziehen und Kappen in dieser Hitze. Und wir haben das Tram gesperrt, also plötzlich ist die ganze Welt um mich herum hat sich verändert. Und ich bin da gestanden und gedacht, das möchte ich eigentlich machen. Und dahingehend bin ich dann relativ zackig zu meinen damaligen Chefen und habe gesagt, irgendwann möchte ich die Firma übernehmen. Und es ist dann schneller gegangen, als mir eigentlich lieb war oder als ich mir auch vorstellen konnte. Wow. Und wenn man mal Ja gesagt hat beim Film, dann ist es halt einfach so. Und seither gehört mein Herz zu 90% am Film. So. All in zum Film. Wolfgang, wann war es für dich all in? Ja, also das ist echt eine spannende Diskussion, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Ich weiß nicht, ob man da, aber es gibt da in der Forschung den Rubikon-Moment, nennt man das. Und Rubikon ist der Fluss vor Rom, und da hat man damals in der Motivationsforschung gesagt, wer den Rubikon überquert, der geht von der World of Wish in die World of Will. Und wir wünschen uns halt viel im Leben, oder? Wir wünschen uns im CrossFit gut zu sein oder Weltmeister zu werden oder einen Oscar zu kriegen, oder? Und jeder wünscht sich was, oder? Aber was wollen wir wirklich? Was wir wissen, ist, dass die den Rubikon überqueren und sagen, ich höre jetzt auf, mir was zu wünschen und sich voll etwas hingeben, dass die in der Regel auch dann was Großes erreichen. Und in der World of Wish ist Motivation, in der World of Will ist Volition. Und Volition ist diese Willenskraft. Und wenn Widerstände auftreten, dann geben wir extra Performance. Dann sagen wir jetzt erst recht. Und wenn du nur motiviert bist, dann sind Widerstände oft der Grund aufzugeben. Und das ist einfach dieser Rubikon-Moment. Und oft ist es so, dass wir im Leben nicht so viele Rubikon-Momente haben. Und oft ist das so, wir wissen oft gar nicht, wann der Rubikon-Moment war. Aber wenn man das mal ein bisschen vor Augen hat, ich habe natürlich da mich mal ein bisschen reflektiert aufgrund dieser Theorie. Ich wollte halt immer Professor, also ich wollte nicht immer Professor werden, aber das war bei mir der Moment, wo ich das erkannt habe. Mein Vater hat so einen Spengler- und Dachdeckerbetrieb und habe immer mitgearbeitet. Und mein Vater hat schon nach dem Abitur gesagt, so, jetzt geht's los, gell? Jetzt geht's los zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt noch studieren und so. Ja, also gut, aber dann. Und dann habe ich BWL studiert und dann war ich fertig. Und dann hat er gesagt, und jetzt war ich 23. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich noch VWL studieren. Ja, weil ich habe nur an der Fachhochschule studiert und ich wollte halt noch an der Uni studieren. Ja, und dann habe ich VWL an der Uni studiert. Und dann war ich 27 und dann hat er gesagt, und jetzt? Dann habe ich gesagt, ich spüre es nicht. Ja. Ich fühle es nicht. Ja. Und das war nicht leicht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte doktorieren. Und wäre jetzt nur emotional, wenn ich daran denke. Und dann war er enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, aber ich möchte heute an der Uni bleiben, da fühle ich mich wohl. Und ich habe da schon erste Vorlesungen gegeben. Und dann hat er gesagt, mach was draus. Nee. Mach was draus. Und werde nicht ewig Student bleiben. Ja, also ich habe Angst gehabt, dass ich ewig Student bleibe. Und das war mein Rubikon-Moment. Ja. Und dann habe ich da alles reingegeben, dass ich es dann irgendwann schaffe. Ja. Hat lange gedauert, aber das werde ich nicht vergessen. Und das sind so Momente, wo wir oft so negative Diskussionen haben oder einmal ein Stück weit Enttäuschungen erleben. Aber dann sagen wir, und jetzt macht man was draus und dann geht man eben über den Rubikon. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen emotional wurde. Genau das ist Performance. Performance ist Emotion. Performance ist alles geben. Alles geben, das ist auch etwas, wo unser vierter Gast eigentlich, wo da gewesen wäre, aber jetzt eben leider nicht ganz bei uns ist, nur virtuell. Und das ist der Nico Müller, das ist der Formel-E-Rennfahrer, der aus Silverstone zugeschaltet werden wird. Er will sich fokussieren, weil nächste Woche hat er ganz ein wichtiges Rennen. Und er wird uns aber gerade ein bisschen mehr erzählen. Ich würde sagen, wir holen ganz kurz den Nico dazu.
Hallo zusammen, hier ist der Nico. Ganz herzliche Grüße auf Davos, hier aus Silverstone. Wie sich's gehört, zu dieser Jahreszeit relativ regnerisches Wetter hier in England. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen schöner. Ich wäre super gerne dabei gewesen heute. Dass aber langsam wieder losgeht mit dem Renngeschehen und mich das natürlich auch sehr, sehr freut. Wir können nächste Woche mit der Formel E endlich wieder ins Lenkrad greifen. Der Saisonauftakt in Saudi-Arabien steht vor der Tür. Und darum muss ich mich den letzten Vorbereitungen widmen. Bin hier in England für die Simulator-Vorbereitungen. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Diese Tür hier befindet sich der berühmt-berüchtigte Simulator. Ich würde euch sehr gerne mehr zeigen, aber die Geheimhaltung ist in diesem Bereich leider sehr gross geschrieben und dementsprechend darf ich das nicht. Und weil es so schön war, dafür hier nochmal das schöne Formel E-Auto aus der Vogelperspektive. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick genossen und könnt über meine Absenz verzeihen. Und drückt uns die Daumen für nächste Woche, wenn wir wieder im Einsatz sind mit diesem Auto. Dieses Jahr sind unsere Farben rot-weiss. Also wir werden definitiv alles geben, die Schweizer Fahne hochzuhalten. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Event, geniesst es und hoffentlich bis gleich. Tschüss zusammen. Ja, Daumen drücken, das tun wir definitiv für Nico Müller, dass ihm das gelingt bei der Formel E. Jetzt Kraft, Antrieb, Beschleunigung, Patrick. Das ist ja auch irgendwo ein grosser Teil von deinem Performance oder deiner Performance-Interpretation, zumindest als Lauberhornsieger, als Weltmeister, als Skirennfahrer. Vielleicht ganz kurz, würdest du zum Nico Müller ins Auto sitzen? Ja, ich glaube, zu ihm jetzt schon. Aber sonst bin ich nicht gerne bei jemandem drin, der schnell fährt. Würdest du es selber fahren? Würdest du es dann eher wagen? Ja, selber würde ich es gerne fahren natürlich. Ich habe das, glaube ich, früher immer auch gelebt. Der Speed, das Adrenalin, die Beschleunigung. Das wäre ein Kindheitstraum, Bubentraum. Aber ich bin nicht einer, der gerne eigentlich bei einem im Auto hockt, der über seine Verhältnisse fährt. Das hat jetzt bei mir keine Angst. Aber sonst habe ich es lieber selber im Griff. Ja, du wärst ja eigentlich auch da gewesen zum Autofahren an der Ice Driving Experience von Audi. Jetzt hat die auch Corona-bedingt abgesagt werden. Aber du sagst es, oder? Es hat schon Parallelen zwischen dem Skirennfahren und dem Autofahren. Oder? Sind die wirklich da oder habe ich einfach den Eindruck? Ja, also ich sage, das Kurvenfahren, das ist sicher sehr ähnlich. Also man muss eigentlich Eingangskurven schauen, dass man Ausgangskurven das Tempo mitnehmen kann. Das ist bei uns genau das Gleiche. Wobei, ich habe mal Gelegenheit auch gehabt, auf einem Rundkurs zu fahren. Und ja, dort habe ich jetzt, wie soll ich das sagen? Ich habe gedacht, ich sei gut, aber ich war gar nicht gut. Und von dem her ist es sicher etwas anderes. Aber eben, wir haben ja auch Beschleunigung, zum Beispiel in St. Moritz, in 3 Sekunden eigentlich auf 100. Also da musst du ein schnelles Auto haben. Aber ist natürlich, das Feeling ist schon nicht das gleiche mit einem fahrenden Auto als auf der Ski. Aber der Speed und das sind Sachen, wo glaube ich, beides sehr nach ist. Und vor allem eben das Carving, sage ich halt schon auch, das ist das Kurvenfahren und das ist auch das Schöne, was glaube ich, früher dein Vater hat das sicher noch nicht gehabt, im Sinn, der hat noch Pomfrit-Ski gehabt, 2,10 Meter. Genau. Und jetzt es ist es ein anderes Skifahren. Und es gibt ein Gefühl mit der Fliehkraft. Ich finde es mega schön. Ich fahre nach wie vor mega gerne auf diesen Pisten Ski. Und es gibt ein super Gefühl zurück an mir. Und das brauche ich auch noch nach meiner aktiven Karriere. Jetzt an Parallele zu der Filmwelt ist ja, dass eigentlich die Autos sehr lange auch zuerst entwickelt werden. Man muss irgendwo antizipieren, was möchte denn vielleicht der Konsument in 5-6 Jahren. Du hast bei deinen Filmprojekten, ich habe zum Beispiel ein Interview gelesen, wo du über Zwingli erzählt hast. Du hast, glaube ich, die Idee 2014-15 gehabt und im 20 war dann Premiere gewesen. Also auch da relativ lange Entwicklungszyklen. Wie ist das? Oder wie tust du die Trends antizipieren? Also wenn du jetzt eben, du bist jetzt auch wieder an Projekten dran, die werden vielleicht auch erst in 4-5 Jahren rauskommen. Wie antizipierst du das heute schon, was in 4-5 Jahren dann ist und was gefragt ist auf der Kinoleinwand? Also wie viele in meinem Job ist das natürlich ein bisschen eine Gefühlssache.
Und das kann man nicht lernen. Man kann nur sehr, sehr genau die Gegenwart beobachten. Natürlich auch immer die Vergangenheit ein bisschen im Blickwinkel behalten, weil am Schluss wiederholt sich ja alles immer wieder ein bisschen. Und es gibt natürlich dann Filme wie ein Zwingli. Dort war es relativ einfach, weil ich gewusst habe, es steht irgendwann einmal das Reformationsjubiläum an. Es hat mir dann aber auch einen gewissen Zeitdruck gegeben. Ich habe gewusst, wenn der Film im Januar nicht ins Kino kommt, im Reformationsjahr, dann muss der Film eigentlich gar nicht mehr kommen. Das heisst, ich hatte ein ziemliches Damoklesschwert im Nacken gehabt. Und man muss ja sagen, das war ja der teuerste Film der Schweiz jemals. Also das war nicht einfach ein Filmprojekt, sondern es war das grösste Filmprojekt jemals in der Schweiz. Es ist schon eine unglaublich herausfordernd. Wie ist mit dem Druck umgegangen? Also ich gebe es zu, da gibt es natürlich viele Nächte, wo man schlecht schläft. Und du hast es vorher gesagt, ich meine, das war eine Entstehungsgeschichte von 5 Jahren. Und also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man ein ganz gutes Team hat, dass man auch über seine Sorgen oder Zweifel auch redet, dass man die teilt. Und am Schluss des Tages, glaube ich, man muss einfach ein Herzblut haben für die Sache, die man macht. Und wenn die Faszination und Begeisterungsfähigkeit Überhand hat, dann klingt immer am Schluss irgendwie. Vielleicht nicht so, wie man es geplant hat, aber es klappt. Und ich glaube, in meinem Job ist das Wichtigste, wirklich andere Leute können für Sachen zu begeistern. Und bis anhin hat es gut funktioniert, weil ich es einfach wahnsinnig gerne mache. Und ich glaube, das ist der wichtigste Antrieb. Was war denn so ein Moment, jetzt vielleicht gerade auf das Beispiel oder in diesen 5 Jahren, wo du gedacht hast, das kommt nicht mehr zusammen? Das ist schwierig, das ist zu gross, das hat noch nie jemand so gross angebracht. Wie hast du dann wieder das Commitment gefunden, das Recommitment zu der Performance? Ich glaube, also den Moment hat es tatsächlich ein paar Mal gegeben. Also der Film ist eigentlich schon fast auch irgendwann einmal für tot erklärt gewesen, glaube ich, 2 Jahre, bevor wir dann gedreht haben. Weil einfach das Budget sehr, sehr hoch war und wir haben nicht gewusst, wie wir das stemmen sollen. Und ich glaube, da hat es am Schluss... ich glaube, es hat sehr viel auch mit meiner Sturheit zu tun, dass ich gefunden habe, nein, jetzt erst recht. Und ich klopfe jetzt halt nur ein drittes Mal an die Tür. Und es kann doch nicht sein. Und ja, zum Glück hat es geklappt. Und Holz anlangen, dass das bei den anderen Filmen auch so geht. Ja, absolut. Also unglaublich, was du dort angebracht hast. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, du bist aktuell, glaube ich, wieder in 20 Projekten drin. Also immer in verschiedenen Stadien, ja, aber ja. Was ist denn so ein Film, so ein kurzer Teaser, oder auf was freust du dich dann sehnsüchtigst im Moment? Was kommt ins Kino, wo du sagst, da kannst du selber kaum drauf warten? Das kann eine von deinen Produktionen sein, kann aber auch etwas anderes sein. Was ist dort denn so gerade von der Emotion, das mit der Sehnsucht? Also ich glaube, fast jedes Filmprojekt von mir ist natürlich ein bisschen wie ein Kind. Also ich tue das von der Stunde null, tue ich das Baby begleite, bis dann irgendwann vor das Publikum muss stehen und hoffentlich dann eben das Publikum kann überzeugen. Insofern habe ich wirklich zu jedem Projekt eine sehr, sehr enge Verbindung. Und ich kann es bei keinem eigentlich am liebsten wirklich erwarten, bis dann so weit ist und die Reise wirklich losgeht. Anders wäre es auch gar nicht möglich, wenn ich jetzt da Lieblingskinder hätte unter den verschiedenen Projekten. Im Moment, besonders aktuell, und auf das freue ich mich auch wahnsinnig, wir machen einen Kinofilm, den drehen wir im September. Ist eine Neuverfilmung von der Sissi. Und zwar nicht so, wie wir Sissi kennen von früher, also die Ernst-Maria-Ritschka-Filme mit den schönen Kostümen und. Sondern wir lernen Sissi wirklich von einer ganz anderen Seite kennen. Es ist eine internationale Koproduktion, gemeinsam mit Deutschland und mit Österreich. Wir werden auch auf der ganzen Welt drehen. Also das ist natürlich aufregend und es ist ein ganz tolles Team. Tolle Regisseurin, die da wird antreten. Also auf das freue ich mich natürlich jetzt ganz speziell. So. Ja, also ich freue mich jetzt auch gerade. Ich bin da schon. Also eins muss auch haben wir genau. Schon mal. Nein, wirklich. Also man merkt, diese Leidenschaft. Das ist unglaublich. Also ich freue mich wirklich auch schon sehr auf den Film in dem Fall. Jetzt etwas, was gerade bei Audi auch so mit Sehnsucht erwartet worden ist, war der Launch des Audi e-tron
GT. Und ich glaube, also ich habe selten ein Auto erlebt, das wirklich auch in seiner Art und Weise für eine unglaubliche Transformation gestanden ist, insgesamt von Audi. Und ich würde vorschlagen, wir schauen den ganz kurz an. Der Rennfahrer, der Marco Werner, hat ihn getestet. Und Film ab. Worauf warten wir? Worauf hoffen wir? Und wovon träumen wir? Zu streben? Ist nicht jetzt die Zeit, unsere Träume zu leben? Warten? Jetzt ist nicht die Zeit zu warten. Ja, Wolfgang, Lust auf eine Probefahrt? Ja, du, da würde ich nicht Nein sagen. Inspirierend und nachhaltig, würde ich sagen. Und wenn Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auch Lust auf eine Probefahrt haben, dann gehen Sie doch auf www.audi.ch, melden Sie sich für den Newsletter an und dann können Sie alle Informationen und Updates zu den Möglichkeiten, wie Sie zu so einer Probefahrt kommen und also Performance hautnah selber erleben. Wer alles zu dem Auto weiss, ist Linda Kurz. Sie ist Head of Product Marketing Cars Audi Sport. Sie hat ganz viel auch persönlich drin gesteckt, dass das mit dem Launch funktioniert und so gut klappt. Und ich bin ganz gespannt, jetzt ein bisschen mehr zu hören, auch hinter den Kulissen zu blicken von dem Audi e-tron GT. Linda, herzlich willkommen zum Audi Talk. Hallo in die Runde und Servus aus Ingolstadt. Ja, sehr schön, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz deine Funktion. Wie genau bist du involviert in den Audi e-tron GT? Also meine Abteilung des Produktmarketing Fahrzeuge, wir beschäftigen uns mit den hochemotionalen Fahrzeugen RS und R und ganz speziell natürlich mit dem Audi e-tron GT und dem RS e-tron GT. Mein Team und ich, wir stehen sozusagen für den Kunden. Also wir sagen auch gerne, wir sind der Anwalt vom Kunden, denn wir sind die Schnittstelle zwischen Technik und Vertrieb. Und wir bringen alle Anforderungen in die Projektarbeit mit ein, dass am Ende ein hochemotionales Fahrzeug rauskommt und was hoffentlich ganz viele Fahrzeuge und ganz viele Kunden nachher begeistert von unseren Fahrzeugen. Im Audi e-Talk ist das Hauptthema Performance. Ich glaube, kein Auto steht so stark für Performance wie der Audi e-tron GT. Was heisst für dich Performance ganz persönlich? Für mich ist es auf der einen Seite Performance-Beschleunigung. Es ist Sound. Es ist natürlich aber auch das Thema, wie kann ich das in die Zukunft bringen? Und wenn ich an den e-tron GT denke und Performance für mich persönlich und auch mein Team, dann war das auch mit einer der größten Herausforderungen. Ja, ich liebe Sportwagen, ich liebe Emotionen und Design. Und wie transferiere ich praktisch diese DNA, die wir da haben, in die Zukunft, in das erste voll elektrische RS-Modell? Und das war unsere Challenge. Was macht denn der Audi e-tron so besonders? Also der Audi e-tron GT, was ist dort denn so das, was raussticht auch für dich? Also für mich ist es nach wie vor das Thema Design. Also als ich auch das Fahrzeug zum ersten Mal gesehen habe, ein Gran Turismo, der so stark in der Emotion, im Design ist und vor allem auch, wenn das Fahrzeug in der Dunkelheit ankommt, wenn es fährt, die Lichtsignatur, die Inszenierung davon, das ist einfach ganz, ganz besonders. Und ein Aspekt, der liegt mir auch am Herzen, das ist die Produktion vom e-tron GT. Das Fahrzeug wird in den Böllinger Höfen gebaut, zusammen mit dem R8 auf einer Linie mit einem sehr, sehr hohen Anteil von Handarbeit. Und da bringen wir einfach für unsere Kunden jeden Tag Leidenschaft, Emotionen und viel Liebe zum Detail in die Fertigung, wenn dann das Auto zum Kunden kommt. Jetzt, du hast vorher gesagt, der Audi e-tron GT, das war auch wirklich eine Transformation für dich, für dein Team, für Audi. Wie hast du das erlebt? Also es war wirklich eine spannende Reise. Vor allem letztes Jahr, als wir so auf die Reise gegangen sind,
wie erblickt denn auch der e-tron GT das Licht der Welt? Was wollen wir als Audi transportieren? Wie stehen wir als Audi mit dem Fahrzeug als Marke, aber auch als Unternehmen nach außen? Und das auf der einen Seite ist es für uns, wie wir die Zukunft von Premium-Mobilität sehen, wie wir auch die Premium-Mobilität gestalten wollen. Und ganz speziell natürlich bei uns, bei Audi Sport, war der RS e-tron GT ein ganz neues Kapitel. Und das war für uns eine spannende Zeit, in Abnahmefahrten zum ersten Mal im Auto zu sitzen, das Adrenalin zu spüren. Wenn du weißt, du arbeitest über sehr viele Jahre an einem Projekt und es kommt auf die Straße, du bist in der Finalisierung vom Fahrzeug und dann das fertige Produkt zu sehen, das war ein besonderer Moment. Wie bewegt sich Gesellschaft in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was glaubst du, wie sieht die aus, die Zukunft von der Mobilität? Es wird eine ganz spannende Zeit sein. Also die nächsten 5 bis 10 Jahre bieten sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Chancen. Ich denke, die Welt ist sehr divers. Wir werden Länder haben, die sehr schnell einen hohen Anteil von Elektrofahrzeugen haben. Es wird andererseits Länder geben, die noch sehr viel auch Hybridfahrzeuge fahren werden. Und für mich auch persönlich, gerade in der aktuellen Zeit, was bedeutet auch für die Gesellschaft Veränderung? Ja, also für mich ist zum Beispiel das Thema Zeit, der Faktor und der Wert von Zeit, Zeit zu gestalten, Zeit bewusst zu erleben. Und da wird es für uns auch darum gehen, einen Weg zu finden, natürlich ein passendes Mobilitätsangebot zu finden. Ich frage vielleicht kurz in die Runde Mobilität von der Zukunft. Ich fände es spannend, auch zu hören, wie ihr euch die vorstellt. Vielleicht Wolfgang, wie siehst du die Mobilität von der Zukunft? Ich glaube schon, dass das Thema angegangen werden muss. Ich finde das auch sehr, sehr gesellschaftlich relevant. Und ich finde, da allein aus diesem Antrieb raus müssen wir uns da verändern. Ja, und ich fahre immer noch Benziner und habe jetzt schon ganz ein schlechtes Gewissen, wenn ich diese tollen Autos hier sehe. Aber ich glaube, die wird sie nachhaltig verändern. Und eins ist sicher, mein nächstes Auto ist ein Elektroauto. Das weiß ich. Und ich glaube, dass die Zukunft wahrscheinlich mehr sein wird, auch noch autonomes Fahren. Dass man mehr Convenience hat, dass man weniger Stress im Auto hat, dafür andere Dinge machen kann. Aber auch da braucht es Emotionen, glaube ich. Ja, weil ich sitze auch im Wohnzimmer lieber in einem schönen, emotionalen Wohnzimmer als einfach in einem nur funktionalen Wohnzimmer. Aber ich bin kein Vorherseher. Ich weiß nicht, das wäre meine Einschätzung. Weitere Einschätzungen? Ja, ich habe auch das Gefühl, Mobilität wird stattfinden. Also mir kann das nicht verbieten. Ich finde es wichtig, dass wir uns bewegen können, vielleicht anders, aber ich glaube, gerade jetzt auch zu diesen Zeiten, wir wollen mobil sein, weil man will nicht nur an einem Ort müssen sein. Und ich glaube, durch das tut sich Mobilität auch entwickeln. Aber wir müssen sicher neue Wege einschlagen, damit wir auch in Zukunft, wie soll ich sagen, auch unsere Umwelt im Griff haben. Da bin ich überzeugt. Aber wir wollen mobil bleiben. Performance und Nachhaltigkeit, zwei grosse Pfeiler und Werte von Audi und vom Audi e-tron insbesondere. Vielleicht, Linda, abschliessend für dich persönlich, was macht der Audi e-tron, du hast ihn ja auch schon fahren, der Audi e-tron GT, was macht er so Besonderes? Also besonders ist wirklich das Adrenalin, das sage ich immer wieder sehr gerne und das ist auch mein persönliches Highlight. Wenn du ins Auto einsteigst und du beschleunigst von 0 auf 100, das ist eine ganz andere Art von Fahren, von Beschleunigung. Das kribbelt im Bauch, du wirst im Sitz nach hinten gedrückt und die Beschleunigung, das zu erleben, das ist wirklich was Besonderes, wenn es jetzt um die Fahreigenschaften geht, sozusagen. Ja, vielen Dank, Linda, für die Einschätzungen, für die Insights, ein bisschen hinter Kulissen in der Audi e-tron GT. Ich sage danke vielmals nach Ingolstadt und noch ganz eine gute Zeit. Danke, herzlichen Dank und euch auch noch eine gute Zeit in Davos. Wenn sie sagt, von 0 auf 100, ist das so wahnsinnig voller Adrenalin und das kann ich nachvollziehen. Aber mich würde es mal interessieren wissen, wenn man da die Streif so von 0 auf 100, ist das dann auch so spannend oder kriegt man da mehr Angst? Ja, wie soll ich sagen, die Beschleunigung ist nicht die gleiche. Im Auto ist ein Fremdkörper, also die Schwerkraft ist anders. Also wir beschleunigen ja mit, das ist ein anderes Gefühl. Aber Beschleunigung ist, wenn du auf einen Mausfallen fährst,
Das ist enorm und du hast einen Sprung vor dir. Also, du bist dann nicht mehr am Boden, sondern in der Luft. Und bist du schon bei 100 an der Mausefalle? Ja, nicht bei 100, aber jetzt mit 80 oder 100, das kommt auch nicht so drauf an, aber es ist extrem steil. Und ja, Beschleunigung, das unterschätzt man. Also auch ein ganz normaler Alltagsfahrer, der beschleunigt auf der Ski extrem schnell. Also das ist man sich manchmal nicht bewusst. Okay. Man ist relativ schnell auf der Piste unterwegs. Auch jeder Alltagsfahrer. Aber die Beschleunigung von einem Elektroauto ist natürlich enorm, weil man hat von Anfang an 100%. Also das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und dann tut es einem vielleicht den Magen kerzen. Also nicht gerade kehren, aber man hat einfach das Gefühl, das geht in den Magen rein. Und, ja. Jetzt vielleicht ein Punkt, den ich auch gerne einhängen möchte, von Linda, den wir vorher gehört haben, ist also das Thema Transformation. Und auch, dass sich ja irgendwo zum Teil Projekte ja dann auch nochmal verändern. Also auch wenn wir jetzt zum Teil, ja, Patrick, ich denke ein bisschen an dein Leben, oder, wo irgendwo sehr lang geprägt war von einer Beschleunigung auf der Piste. Heute ist es anders. Bevor ich auf das eingehe, möchte ich vielleicht kurz noch anfragen. Oder du hast doch auch in diesen langen Projekten Zwingli, oder man kann ja sonst auch einen anderen Film nehmen, aber grundsätzlich 5-6 Jahre. Gibt es dann innerhalb von dieser Entwicklungszeit zum Teil auch komplette Transformationen vom Projekt selber, oder ist die DNA, ich sage jetzt irgendwo in den ersten paar Monaten, eine ist auch wie gesetzt und dann geht es nur noch darum, die auszugestalten und eben so ein bisschen das Performende dann auf die Bühne zu bringen? Also ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, es wäre schlecht, wenn man wie ein Fähnchen im Wind hinter einem Projekt steht und eigentlich bei jeder, sagen wir es mal, bei jeder Kaltfront alles wieder über den Haufen wirft. Also ich glaube, man braucht unbedingt Vertrauen und Glauben in seine Sache. Aber es wäre genauso schlecht, wenn man einfach stur festgefahren würde, etwas im Festheben. Und da braucht es wirklich eine ganz gesunde Mischung. Und ich glaube, das ist aber in ganz vielen Bereichen so. Also ich glaube, der Wandel von einer Materie oder auch von einer Sache ist enorm wichtig in unserer heutigen Gesellschaft. Weil es passiert halt auch so viel, es ist alles sehr, sehr schnelllebig. Und erst wenn man all diese Komponenten wirklich in Betracht zieht, kann auch etwas wirklich nachhaltig funktionieren. Ja, Transformation ist, glaube ich, ein Thema nebst der Performance, das uns auch verschiedentlich eint. Ich möchte doch noch mal jetzt auf dich zurückkommen, Patrick. Dein Leben hat ja einen unglaublichen Wandel auch erlebt, gerade in den letzten paar Jahren. Also du hast in Kitzbühel, glaube 2019 ist das gewesen, hast du deinen Rücktritt verkündet. Du hast seither auch bist Familienvater geworden. Also doch eine rechte Transformation wirklich vom Leben. Nicht nur von einem Bereich von deinem Leben. Vielleicht können wir da einmal reinschauen. Und wir haben ein paar Bilder aufbereitet und dann habe ich noch ein paar Fragen. Also kurz vor dem Start ist für mich immer wichtig, dass ich den Lauf noch mal durchgehe. Den Speed habe ich geliebt. Das ist etwas, mit dem bin ich aufgewachsen. Und ja, mit 140 durch eine Piste runterfahren, ist für mich wie normal gewesen. Ich persönlich bin am besten gefahren, wenn ich nicht zu hohe Erwartungen hatte, sondern einfach mein Umfeld gestimmt hat, habe ich die beste Performance zeigen. Sieht gut aus. Nach vorne, möglichst auch im Klassement. Jawohl, 1:32.66. Patrick Göbel übernimmt die Führung. Nach wie vor bin ich mega gerne auf der Ski. Das ist etwas Fantastisches. So Schwünge in Schnee reinzuziehen, das ist so etwas Dynamisches. Man macht 35 Jahre etwas und von einem Tag auf den anderen sagt man, jetzt macht man etwas anderes. Das Auto, das kann man nicht mehr machen, ich kann keine Abfahrt mehr fahren. Das ist mega speziell eigentlich. Für mich war klar, ich will eigentlich meinen Horizont erweitern. Ich will nicht direkt wieder in den Gleichsport als Trainer oder als Betreuer einsteigen. Ich will etwas anderes sehen und ich habe das Gefühl, ich habe dort auch gewisse Qualitäten, dass ich mich in meinem jetzigen Job kann durchsetzen und nützlich machen kann.
Der Wechsel vom Sportler ins Familienleben, Job, das ist mir gut gelungen. Ich habe mir die Zeit genommen, um herauszufinden, in welche Richtung es gehen soll. Ob es in 10 Jahren noch die gleiche Richtung ist, das weiss ich nicht. Aber grundsätzlich für den jetzigen Zeitpunkt stimmt es. Und auf das kann ich auch wieder ein bisschen stolz sein. Und ich habe ein grosses Ziel schon wieder erreicht. Ja, Patrick. Transformation, Leben. Wie blickst du auf so die Eindrücke zurück heute? Was löst das in dir aus, wenn du so das, ich sag jetzt, das alte Kapitel anschaust, mit jetzt, aber wo du in beiden Beinen im neuen Kapitel stehst? Gut, man muss immer sehen, das sind jetzt die schönsten Augenblicke in meiner Karriere. Und es gibt natürlich viele Momente, die nicht so ringlaufen. Und das, natürlich schaut man auf diese Momente lieber zurück. Aber es gibt natürlich Zeiten, wo es hart ist, mit Verletzungen, mit sich Gedanken machen, will ich überhaupt noch weitermachen. Und das sind Entscheidungen, die man muss fällen muss. Und aus jeder Verletzung kommt man stärker raus. Das war immer mein Vorsatz gewesen. Und so ist es auch meistens dann passiert. Ja, der Entscheid zu fallen, aus Sportkarriere beenden, das ist mega schwierig. Also das ist für jeden eine riesengroße Herausforderung. Auf das ist man nicht vorbereitet. Man kann sich auch nicht vorbereiten auf das. Man ist davor so in einem Tunnel drin. Und das war für mich auch eine sehr grosse Herausforderung. Man macht das 35 Jahre lang. Und ja, du bist Professor 35 Jahre lang und von einem Punkt auf den anderen sagst, jetzt ist das fertig, weil ich keine Abfahrt mehr fahre. Ich kann mich nicht mehr messen im Sinn auf dem Level, wo ich jetzt war. Es ist einfach fertig von einem Tag auf den anderen. Und das ist schwierig zu akzeptieren. Aber es geht weiter und es ist auch eine Chance. Also ich glaube, es ist eine riesige Chance, sich wieder in eine andere Richtung zu entwickeln. Mit der Familie oder im Job. Und an dem bin ich dran und ich bin schon einen grossen Schritt weitergekommen. Also ich glaube, das ist, es macht auch wieder Spass. Aber ich kann nicht mehr meine Leidenschaft ausüben im Sinn, ich kann auf der Piste nach wie vor fahren, aber ich kann keine Abfahrten mehr fahren. Und ich will es auch nicht mehr. Also ich brauche es auch nicht mehr. Das ist ein Prozess, der muss stattfinden. Und ist aber schwieriger. Ja, challenging. Transformation vielleicht so ein bisschen. Du arbeitest mit so vielen Sportlern zusammen, aber auch Top-Führungskräfte verschiedentlich. Oder? Du siehst wirklich ein breites Spektrum an Top-Performer. Was ist so das, was du auch Menschen ratest, die in einer Transformation sind? Oder was sind auch die Faktoren, die es dann wirklich ausmachen, dass es eben so gut klingt wie jetzt beim Patrick? Was ist so aus der Ferne betrachtet, dein Ratschlag? Also. Ja, das ist tatsächlich etwas, was immer öfters, wie die Anne sagt, immer öfters jetzt gefragt wird. Ja. Wie gehe ich mit all diesen Veränderungen um? Und manche will man auch vermeiden. Manchmal kann man die auch nicht vermeiden. Manchmal kommt Corona, oder? Und das wirft uns vor große Herausforderungen. Und was ich mir da in der letzten Zeit dazu aufgebaut habe, ist so ein Konzept der Neugierde oder Curiosity. Oder? Nutzt die Power der Neugierde. Und was interessant ist, Menschen sagen immer, wir wollen keine Veränderung. Menschen sind eigentlich sehr veränderungsbereit eigentlich. Ja? Also wir wollen unser Leben lang entwickeln, verändern im positiven Sinn, was erleben, Spuren hinterlassen. Also die Veränderungsbereitschaft ist eigentlich da. Die Menschen haben nur Angst vor der Transition, vor dem Übergang, wie man jetzt von A nach B kommt und wie man das sozusagen alles bewältigen kann. Und da hilft uns diese Kraft der Neugierde in der Transition. Also sich Fragen zu stellen, was mache ich mit der neuen Situation? Immer neugierig zu bleiben, was mache ich jetzt als Familienvater? Was mache ich jetzt nach meiner Karriere? Die Fragen vielleicht sich auch schon vorher zu stellen. Und was mache ich jetzt mit Corona? Ja, was lerne ich aus Corona? Was gibt es für Möglichkeiten durch Corona? Was mache ich mit der Trennung im Leben? Ja, wir lieben uns und trennen uns. Und was macht man mit der Trennung? Da gibt es dann viele, die dann depressiv werden und Angst haben vor der Veränderung und andere, die neugierig sind und sagen, was lerne ich da draus aus dieser Trennung, aus dieser Partnerschaft und was möchte ich vielleicht beim nächsten Mal noch besser machen? Und dann kommen wir mit so schweren Übergängen im Leben. Aber viele von uns neigen heute dazu, je älter wir werden und je länger wir in gewissen Unternehmen oder Karrieren sind, alles zu bewerten. Und zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, weil wir haben ja alles schon gesehen. Und dann fehlt diese Neugierde.
Ja. Und darum sage ich immer, die Kreativität und die Neugierde eines sechsjährigen Kindes sich zu bewahren in so Phasen. Wie machst du das? Also du bist ja so neugierig immer wieder, oder? Und das merkt man dir auch an. Das ist, denke ich, eine von deinen Stärken. Ja, absolut. Ja, okay. Also man hat immer wieder das Vergnügen gehabt, dich kennenzulernen oder zu erleben. Was ist so der Funke, wo eben immer wieder von Neuem aufblüht, oder? Und wo du immer wieder auch etwas Neues suchst, was dich interessiert, was dich wundernimmt? Ja, ich glaube, ich habe das Glück, dass ich ein tolles Team um mich herum habe. Tolle junge Leute auch, viele junge Leute auch, aber auch ältere Leute, diverse Leute auch, verschiedene Nationalitäten und so. Und die inspirieren mich jeden Tag, stellen die mir Fragen und so. Und ich glaube oder ich hoffe, dass ich denen auf Augenhöhe begegnen kann. Also dass ich mich nicht so wichtig nehme und dann fragen die mich knallhart Dinge, die mich dann immer wieder vor neuen Herausforderungen stellen, die mich dann auch ein bisschen auf die Schippe nehmen und so. Und das hilft mir dann, weiterzudenken. Und ich stelle natürlich auch Fragen an die Mannschaft und kommen Gott sei Dank immer wieder gute Ideen zurück. Team, oder? Ich meine, du bist allein dort oben auf dem Berg gewesen und hast müssen runterfräsen. Schlussendlich sind wir irgendwo oft in so Performance-Momenten allein und dann doch nicht. Und dann ist doch eigentlich als Team alles, wie du vorher gesagt hast, wie wichtig das auch für dich ist. Was ist die Rolle des Teams, dass wir oder dass ihr, jeden Einzelnen von euch, kann Performance bringen kann? Was ist dort die Beziehung? Wie würdet ihr das bezeichnen? Wie wichtig ist es auch für euch, ein Umfeld aufzubauen, wo das dann auch ermöglicht, immer wieder 110% zu bringen? Also ich glaube, ein Team ermöglicht Kommunikation und steht den Diskurs untereinander und damit eben auch die Weiterentwicklung. Also das ist, und natürlich ist es auch immer eine Vertrauenssache. Also man fühlt sich tatsächlich eben nicht, als würde man allein dort oben stehen, obwohl man es manchmal eben tatsächlich macht. Aber man kann tatsächlich auch eben manchmal um Rat fragen oder vor allem auch Zweifel in die Runde werfen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Wie würdest du einschätzen, Patrick, Team? Zu meiner aktiven Zeit, und jetzt muss ich vielleicht unterscheiden, zu meiner aktiven Zeit, wir sind 200 Tage im Jahr mit dem Team unterwegs gewesen, aber am Ende des Tages waren wir Einzelsportler gewesen, was das Ganze nicht ganz einfach macht. Der eine ist gut gefahren, der andere schlecht. Am Abend hockst du zusammen um die Nacht und dieser macht einen Spruch und dann verliert es manchmal vielleicht nicht. Das war eine grosse Herausforderung, auch von den Trainern, das zu steuern, die richtigen Worte zu finden und so eigentlich eine Dynamik hinzubringen, damit eigentlich jeder eine bessere Performance hinbringt. Und man muss aber auch als Einzelsportler ein bisschen Egoist sein. Das gehört auch dazu, weil sonst wird man nie ganz vorne sein. Das ist als Einzelsportler, glaube ich, schon auch. Das muss man machen, weil sonst ist man nie ganz vorne. Und jetzt tut sich das aber verändern. Jetzt bin ich im Job. Ich bin, muss das lernen auch. Ich arbeite in einem Team. Ich kann nicht alles alleine entscheiden. Ich muss Leute um Rat fragen, was ja auch schön ist. Und ich glaube aber auch dort im Job kann ich von meinem Sport, von meiner Lebensschule sehr viele andere Sachen, andere Aspekte reinbringen in Sachen Teamfähigkeit, aber auch mal ein Egoist sein. Ich meine, das braucht es, manchmal muss man auch seine Idee wirklich vielleicht ein zweites Mal noch mal bringen oder ein drittes Mal noch mal bringen, weil es so gut ist. Und man darf doch nicht einfach von Anfang an sagen, wenn der Chef sagt, nein, das geht nicht. Vielleicht muss man sich noch mal Gedanken machen und das noch mal bringen. Und ich finde, da muss man manchmal hartnäckiger sein, weil eben im Sport haben wir auch extrem hartnäckig müssen sein, dass du wirklich die letzten 2-3% noch hast können rausholen. Und ich glaube, das ist so ein der Unterschied. Einzelsport, Mannschaftssport kenne ich zu wenig, aber vielleicht kannst du da etwas dazu sagen. Es ist, wir sind schon eine Mannschaft eigentlich auch gewesen, aber trotzdem bist du am Ende des Tages holt halt der eine den Weltmeistertitel und die andere reiht sich hin. Auf der anderen Seite, Patrick, was ich spannend finde, ist, dann, was mir auffällt, im Zielraum funkt man dann sofort die Mannschaftskollegen rauf, da aufpassen, da ist irgendwie griffig, da ist nicht griffig, da ist eisig. Also da hilfst du ihm ja schon, oder sind das so oberflächliche
Gespräche und teilweise man falsche sagt, Fährten, die du da legst. Oh, ja, vielleicht. Es schaut zumindest so aus, ob das wirklich ernsthaft ist. Also auch dort hat es sicher Situationen gegeben. Natürlich, wenn du einen guten Lauf gehabt hast, du hast einen super Lauf gehabt, hast du natürlich auch gerne etwas weitergegeben. Und wenn du jetzt einen schlechten Lauf gehabt hast und so, dann bist du vielleicht weniger motiviert gewesen, um weiss nicht, wie ausführlich das weiterzugeben. Aber die Profis haben auch ihren Plan. Also, das hilft den Jungen sicher auch, das ist auch wichtig, dass die die Informationen haben, vor allem auf der Abfahrt, wie weit geht der Sprung, wie schnell kommt man auf diese Passage hin. Das ist so eine Routine, die man entwickelt und das gibt man auch gerne weiter. Aber dort ist man mal so, ja, ich selber, also wir haben einen super Physiotherapeut oder mein Servicemann, der hat mir gar nicht alles durchgefiltert oben am Start. Er hat die wichtigen Sachen herausfiltern und mir vielleicht dann noch irgendwann einmal ein, zwei Sachen gesagt. Aber grundsätzlich habe ich meinen Plan gehabt, wie der funktioniert. Und ja, das tönt dann immer so, ich weiss, was du meinst, wenn unten alle funken, ja, dort und das und das. Aber ich sage, das ist einfach auf Gefahren hinweisen. Wenn wirklich ein Sprung, wo man sich besser vorbereiten muss, wo man wirklich muss, weil sonst wird es gefährlich. Und das sind Sachen, die man gerne weitergibt, weil, ja, also ich es hat niemand Lust, sich zu verletzen. Und man gönnt das niemandem, was er sich schwer verletzt. Ja. Ja, schlussendlich muss man das Wechselspiel können. Ich glaube, gerade jetzt, auch in dieser aktuellen Zeit mit Corona, wir sind Menschen, die soziale Wesen sind. Also ich glaube, keiner von uns möchte allein sein und kann auch die beste Leistung über die Zeit allein abrufen. Ich glaube, das ist uns jetzt allen auch gesellschaftlich bewusst worden. Performance, wir brauchen einander, aber wir brauchen auch eben die Willenskraft, die du, Wolfgang, am Anfang gesagt hast, dass man wirklich das auch will. Und das sind dann nicht nur Träume und sind nicht nur Wünsche und es wäre noch schön, sondern nein, committe mit dazu. Und ich glaube, das ist das, was ich mitnehme aus dieser Runde. Wolfgang, was sind so für dich so die letzten Takeaways oder das, was du jetzt mitnimmst aus dieser Diskussion zur Performance? Ja, dass Performance ein sehr komplexes Thema ist und dass man oft gar nicht weiß, dass man jetzt im High ist. Ja, oft ist es im Rückblick dann etwas, was man erkennt, dass man ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Thema hat, aber dass es ohne harte Arbeit und wirklich starken Einsatz nicht funktioniert. Oder da gibt es ein schönes Zitat: You don't get what you wish for, you get what you work for. Und das ist diese Willpower auch, die ich versucht habe zu vermitteln. Patrick, was ist für dich so ein Takeaway zum Schluss? Ja, ich glaube, Mut zu Neuem, sich nicht verbauen, sich einfach, ja, Performance, nicht nur jetzt bei mir spezifisch als Sportler, sondern auch danach im weiteren Leben, im Familienleben, im Job. Ich probiere auch mit Windeln wechseln, meine beste Performance zu machen. Aber ja, ich glaube, man muss Mut haben und man muss offen sein. Und eben, wie du gesagt hast, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich glaube, dort muss man sich vielleicht ein bisschen öffnen und offen sein für neue Sachen. Ja, danke vielmals, Patrick. Anne, das letzte Wort. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man eben merkt für sich selber und dass man das auch nie vergisst, dass es nicht nur die Leistungen genossen gibt, sondern auch die Leistung für sich selber. Und das ist eigentlich fast die wichtigste, die gibt einem Antrieb, eben sich auch in der Zukunft können zu transformieren, weiterzugehen, neue Ziele zu finden, zu sehen, Erfüllung drin zu finden. Also ich glaube eben, nicht nur gegen aussen, sondern vor allem auch sich selber gegenüber ist mir einiges schuldig. So. Ja, danke vielmals für diese Worte. Ich glaube, da nehmen wir gerade in diesem Jahr, im 2021, nimmt man ganz viel mit. Jeder von uns ist irgendwo in der Transformation drin. Wenn Sie, liebes Publikum, jetzt auch gerne möchten Performance zeigen, dann können Sie das sehr gerne. Wir sind da am Ende vom Audi-Tag, aber es gibt noch ein Quiz auf der Instagram-Page von Audi Schweiz. Entweder natürlich Audi Schweiz folgen auf Instagram, dann sieht man sie in der Story und ansonsten sich für den Newsletter anmelden auf www.audi.ch. Dort bekommt man auch sonst alle Informationen und Updates rund um Audi. Ja, das wäre es von meiner und von unserer Seite gewesen. Performance, das ist ein Thema, da kann man immer wieder dran für sich selber reflektieren. Was heisst das für einen? Und die letzte Reflexion jetzt in diesem Rahmen, die würde ich Dieter Jermann
übergeben, Brand Director von der Audi Schweiz, Dieter. Liebe Sani, liebe Gäste, und jetzt zum Highlight, zum Schluss. Der Audi RS e-tron GT. Und da ist er. Linda Kurz hat vorhin einen Designspruch vorgestellt und sie ist einzigartig. Vielleicht drei Leistungswert. Das Fahrzeug hat einen Drehmoment von 830 Nm, 646 PS mit einer Boost-Funktion und von 0 auf 100 in nur 3,3 Sekunden. Das ist einzigartig. Und das zu erleben, macht riesig Spass. Und ich muss jetzt gerade nochmal eine Runde fahren. Aber vorab, danke fürs Zuschauen, alles Gute und bleibt gesund.